Für unsere Spätzle habe ich vorbereitet 400 Gramm Weizenmehl, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse, 5 bis 6 Eier, Salz und geriebene Muskatnuss. Wir tun das Mehl in unsere Schüssel, geben etwas Salz, reiben ein bisschen von der Muskatnuss hinein, geben unsere gemahlenen Haselnüsse dazu und unsere Eier. Und natürlich ganz wichtig, Milch. 200 Milliliter circa müssten reichen. Der Teig, der klebt am Anfang ein bisschen. Aber das wichtig beim Spätzleteig ist, dass der Teig, wenn Sie ihn fertig geschlagen haben, dass er Blasen schlägt. Und das Beste ist, wenn Sie den Teig mit der Hand schlagen. Und wenn Sie probieren möchten, ob der Teig gut ist, schlagen Sie einmal an die Seite. Wenn die Blasen kommen, ist der Teig gut. Den Spätzleteig gebe ich nun in unsere Spätzlereibe. Ich habe hier siedendes Salzwasser. Und dann reiben wir die Spätzle mit unserer Spätzlereibe in das Salzwasser. Wichtig ist, wenn Sie Spätzle zu Hause zubereiten, dass das Wasser nicht kocht, sondern am Siedepunkt ist. Am Siedepunkt heißt das, dass das Wasser zwischen 90 und 100 Grad hat. So, wir haben nun unsere Spätzle im Wasser und lassen sie für 2 bis 3 Minuten im Wasser gar ziehen. Unsere Spätzle waren jetzt 3 Minuten im siedenden Wasser und sind nun fertig. Und ich schrecke sie jetzt in kaltem Wasser ab. Also bereiten Sie sich am besten eine Schüssel mit kaltem Wasser, dass die Spätzle nicht weiter garen. So. Die Spätzle sind jetzt abgeschreckt, gieße ich jetzt das Wasser ab durch ein Sieb. Sie sehen, die Spätzle sind schön locker, so wie wir sie haben wollen. Tun wir jetzt nochmal in einer Pfanne ein bisschen Butter erhitzen, geben die Spätzle hinzu und würzen sie nochmal mit einer Prise Salz. Reiben noch ein bisschen von der Muskatnuss drüber. Wichtig bei Spätzle, Muskatnuss für den Geschmack. Füllen diese in eine Schüssel und garnieren diese Petersilie und einen Zweig Thymian. Diese Beilage empfehlen wir zu unseren Hirschmedaillons. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen zu Hause. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de